Hallo Leute, hier ist euer Kiosho mit Spargis. Es gibt ein kleines Update bezüglich des Retroid Pocket 3 Plus. Ich hatte mit dem hauseigenen Retroid Pocket Launcher massive Probleme. Selbst nachdem ich die entsprechenden ROMs der Konsole oder beziehungsweise dem Emulator zeigen wollte, hat er in diesen Ordnern so gut wie keine Spiele gefunden. Ausnahmen waren Atari, PlayStation, MAME, die haben dann funktioniert. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir nun die Daijishou Frontend Emulator runtergeladen. Das ist quasi eine Oberfläche für diese Emulatoren, die halt anders aussieht als die vom Retroid Pocket Onboard. Und siehe da, es funktioniert sogar MAME Galaga, welches unter dem Retroid Pocket Launcher nicht angegangen ist. Ich habe es jetzt einiges gemacht, auch Game Boy. Ich habe Game & Watch hat er sofort gefunden. Retroid Pocket Launcher hat noch nicht mal die Game & Watch Sachen gefunden und mir vorgeschlagen. Wusste ich auch nicht, woran das lag. Ich komme im Moment mit dieser App sehr gut klar. Ich bin noch ein bisschen am Fummeln, also ja, ist auf jeden Fall schon um Welten besser als wie mit dem Retroid Pocket 3 Launcher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ihr seht ja, ich bin ein Vintage-Spiele-Fan und so eine Sachen wie C64, Amiga, Arcade und so, das ist natürlich Must-Have auf so einem Emulator handhält und ja, ich bin erstmal, im Moment bin ich glücklich, es funktioniert und ja, das war jetzt das Update, ja, das soll es gewesen sein. Hier war ja okay, schon Vintage Buggies, ohne Intro, ohne alles, mache ich ja in letzter Zeit besonders gerne, ne? Weil die Arbeit bezahlt ja eh keiner. Ciao!